Ja, Leute, weiter geht's mit Part 34. Hier müssen wir Walter helfen, nach Neuem Alphen Pro City zu gehen, um einen Generator auszuschalten. Soeben haben wir den Kelleröffner erhalten. Gucken, wie viel Knete ich habe. Okay, 31.869. Davon werde ich mir eigentlich was kaufen wollen, aber ich hab nichts. Was heißt, ich hab nichts? Das gibt's hier nicht. Wie kann ich mir holen? So, das langt. Egal, dann müssen wir wohl da durch. Ah, der will kämpfen. Ah, komm her. So. Zwei, eins, schon eine Minute rum. Kommst du her? Warum trifft das Scheiß nur zweimal? Vielleicht muss schnell Level 29. Warum immer nur zweimal? So. Du musst näher recht Level 29. Finte, die Attacke, die ich immer trifft. Äußerst cool. Verwurzelter Power. Austausch unmöglich, aber. Aufkommen, Sandwirbel weg. Dafür haben wir eine Attacke, die immer trifft. Ah. Genau hier hin. Magnetilo. Ich tu mal hierfür lieber Fungi nach vorne, weil ich brauche hier niemanden zu trainieren. Kann ich eigentlich, genauer gesagt, auch nicht. Hier kommen auch lauter Voltoball, glaube ich. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Ah, Fluchtseil. Äußerst Schock. Ah, ein Voltoball. Will ich nicht. Will ich nicht. Hau ab, geh weg. Oh, du Hässling. So, Hyperheiler gefunden. Nein. Und hier sind wir auch schon. Jetzt müsste ein Raikou kommen und uns alle vernichten. Boah. Okay, das war nicht so toll. Ich hole mir erstmal hier den Donnerstein, mit dem ich keines meiner Pokémon weiterentwickeln kann. So ein Wasserstein fände ich dann schon irgendwo geiler. Draufgestellt. Der Generator ist ausgeschaltet. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man das Ding nicht macht. Ich habe irgendeine Geschichte gehört von wegen, dass dann die Karte explodiert und die ganze Region in die Luft gesprengt wird. Aber ja, okay, sage ich nur dazu. So, das haben wir geschafft. Total unnütz. War jetzt eine Sache von weniger als... wie viele Minuten? 2,5 Minuten hat es gedauert. Dann bekommen wir von dem Typ noch TM24 Donnerblitz. Und den Typ sehen wir wahrscheinlich nie wieder. Was heißt wahrscheinlich? Wir sehen ihn nie wieder. Ah, weg ist er. Der hat's eilig gehabt. Okay, ich versuche mich mal dem Typ vorbeizuschleichen. Ah, geschafft, gut. Kein Bock gegen ihn zu kämpfen. Dafür sind hier Pia und Udo. Von dem bekommen wir die Profi-Angel von dem Typ hier. Da ist Pia und Udo, die brauchen wir. Brauchen wir die? Ja, aber mit Fungi vorne.
ein bisschen Tent wie Ganja trainieren, damit es auch mal bald zu Gewaltro wird. Lala. Ach nö, komm, machen wir so. So. Gut. Nein, wir geben ihnen kein Interview. Ja. Hau ab. Hau ab. Geh weg. Hau ab. So, gleich Fungi Level 33. Aber das war's erstmal mit Fungi. Wir wechseln mal wieder aus. Zu. Ten Feet Ganja. Jetzt treffen wir Troy. Der labert was von wegen. Hi! Du bist der Trainer, den ich in Faustauhafen getroffen habe. Oh, okay, du bist Pandiro. Ich erinnere mich. Pandiro. In dieser großen Welt gibt es viele verschiedene Arten von Pokémon mit vielen verschiedenen Elementklassen. Ziehst du verschiedene Elementklassen auf? Oder nur Pokémon einer bestimmten Elementklasse? Was denkst du als Trainer darüber? Tut mir leid, ich bombardiere dich hier mit Fragen. Nun, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Nicht mal Tschüss kann der sagen. Wie unhöflich. So, weiter geht's. Ich versuch. Ah, wobei, was? Jetzt kommen nämlich auch Flug-Pokémon und so ein Scheiß. Scheiß erstmal auf Ten Feet Ganja. Ich trainiere mal mein Ike-Maus. Speichern. Und weiter geht's. Schon 7 Minuten rum. Noch 7 Minuten circa bleiben uns übrig. Oh, Eisstrahl. Ziemlich nützlich, aber scheiße, wenn es daneben geht. Aber geil, wenn es trifft. Okay, das war jetzt schlecht. So, ist kein Problem. Ich wollte eigentlich gerade gar nicht Knecht aufladen. Ich weiß nicht, warum ich dem Supertrank gegeben habe. Fungi erreicht doch Level 33. Alles klar, weiter geht's hier. Der Typ labert nichts, der sagt nur, dass man mit dem Fahrrad nicht durchs Gras kann. Der Mimikry-Zyklus wurde von Leuten gegründet, die Mimikry lieben. Der Kämpfe gehen, sobald wir aufeinander treffen. Ja, das sind alles hier so kleine Mexikos. Oh, Ninjas, das ist wohl das schnellste Pokémon im Spiel. Welches jede Runde einen Initiativen-Boost bekommt durch die Fähigkeit Temposchub. So, Ike-Maus gleich Level 27. Superschutz. Scheiße drauf, ich will einen Superschutz haben. Gegengeift. Das brauche ich nicht. Hafen? Ja, brauche ich. Megablock. Das brauche ich nicht. Ich wusste, dieses Item ist für etwas zu benutzen. Und zwar, um es wegzuwerfen, um andere Items in seinen Beutel aufzunehmen. Du weißt nicht, wer ich bin, stimmt's? Aber ich kenne dich auch nicht. Lass uns kämpfen. Oh, scheiße, Mann. Shiat! Ike-Maus vielleicht aber 27. Kein Problem, mach ich nochmal Surfer. Ist kein Problem damit, Mann. Hier ist noch so ein Typ. So trifft man sich, meine Geber-Pokémon lächeln in die Gesellschaft. Wie kann ein Wurm eine riesige Flutwelle überleben? Thank you.
morgen grauen. Hau ab. Warum mache ich Camping? Würde ich gar nicht. So, geh doch. Ich mach den Kopf kaputt. Vielleicht gibt's ja ein Bildschirm. Ach, scheiße, ich bin hier vergiftet. Ich dachte gerade so, warum schmeckt der Bildschirm so lang? Ein wildes geradeaus, Dax. Ich schwör's dir, wenn du mich jetzt umbringst, ich reiß dir die Eier raus. Gut, danke. Jigengeift, Jigengeift, Jigengeift. Hier, Jigengeift. Ich verbrauch mal den AP Plus hier für Eisstrahl. Übertrank. Hey, geschafft, du wolltest mich gefunden oder wolltest du mir ausweichen? Ich bin direkt auf dich zugelaufen, Mann, überleg mal. BÄM! Und Ikem aus Level 28. Komm nochmal. BÄM! Wir gehören zum Mimikry-Zirkel, wir räumen nach, was du machst. Naja, dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, zieht es schon ordentlich was ab, oder nicht? Also mache ich mal weiter, also, so spare ich wenigstens Eisstrahl AP. Auch wenn Eisstrahl nicht wirklich viel bringt. Oh mein Gott, was ist das für ein... Die hat doch einen Vogel, ey. So, schon 12,5 Minuten rum. So, jetzt kämpfen wir mal gegen diesen Ranger hier, gegen die Ranga Hannelore. Oh, du Flor. It's time to die. Roselia, time to die! Ikem aus Level 29! So, jetzt treffen wir gleich unsere Lieblingsfreunde. Vorher kicke ich dem noch in die Nisse. Shit! Egal. Kopf-an-Kopf-Kampf. Bam! Nein! Na, ich bin schneller. Aber nicht stärker. Oh, du hässliche Scheiße, Mann! Aber... Ich hab konkrete Sache hier. Scheiße, warum habe ich den hier reingeschickt? Egal. So, gleich machen wir auch Schluss. Erstmal muss ich dem seine Nüsse treten. So, geht doch. So, Leute, ich mach mal hier den Part Beendung und wir sehen uns im nächsten Part. Jo, bis gleich und ciao!